Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Plänkoster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, heute kam meine botanische Ausbildung mir zugute und ich konnte nämlich den Stein farblich etwas abgrenzen. Und zwar in Form von Blumen. Ja, du hast richtig gehört, Unterwasserblumen gibt es halt, hatte ich mal recherchiert. Die sind alle knallbunt. Das Problem im Plänkoster ist einfach, dass du nicht jede Blüte einzeln färben kannst, sondern einfach den ganzen Strauß. So, jetzt musst du ein paar Abstriche machen, kennst ja im Planet Coaster mittlerweile, da musst du halt hier und da ein paar kleine Abstriche machen und ich wollte halt nicht zu viel Grün haben. Wir haben ja schon sehr viel Seetang und wir haben diese, ja, ich weiß immer noch nicht den Namen, Mauerpflanzen nenne ich sie jetzt einfach, die überall zwischen den Gebirge hängen, da zum Beispiel auf der linken Seite, jetzt gerade wieder in Position gebracht, die Mauerpflanzen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ehrlich gesagt, Gestrüpp kannst du auch sagen, aber ich nenne die jetzt einfach mal die Mauerpflanzen und ich wollte halt unter den Blumen nicht so viel Grün haben, das mache ich nämlich mittels Seetang und den Mauerpflanzen, wie auch immer das heißt, das Gestrüpp oder wie auch immer, wie du das nennen möchtest. So, dann habe ich heute, einen Seestern gefunden. Nicht erfunden, gefunden, im Planet Coaster. Und zwar durch das Weihnachtsupdate, was damals kam, gab es ja Sterne. Und wenn du die so leicht rosalig färbst, so Patrick-like, ne? Hallo, SpongeBob. Genau den Patrick meine ich. Dann sieht das echt aus wie ein, wie ein Wasserstern, wollte ich jetzt gerade sagen. Wie ein Seestern unter Wasser. Sensationell sieht das aus und finde ich sehr, sehr geil. Und ich habe heute sehr viel entdeckt. Wenn du die Stalagmiten, wie auch immer, die Dreiergebirge da, nicht jetzt, die ich jetzt gerade am Bearbeiten bin, sondern die, achso, ich bin übrigens oben rechts gerade ein Lied am Singen. Gut, dass du das nicht gehört hast. Zum Glück. So, auf jeden Fall, wenn du die Stalagmiten, diese Dreierkombi, umdrehst und dann so bläulich färbst, dann sieht das aus wie so eine Legemuschel. Sieht sensationell geil aus und ich habe, da ist genau, das ist der Seestern, den ich jetzt gerade platziere. Ich wollte natürlich einen nicht leuchtenden haben und jetzt achte mal, das sieht täuschend echt aus, oder? Das sieht täuschend echt aus als Seestern. Hammer! Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, sensationell. Und wenn du den sogar ein bisschen weiter reindrückst in den Stein, dann wird der kleiner. Das heißt, du hast unterschiedlich große Seesterne. Sensationell. Also ganz ehrlich, das wertet die ganze Szenerie nochmal auf. Kein Spaß. Also das ist, bringt wirklich Abwechslung mal rein. Und die große Muschel, die ich jetzt gleich platziere, sieht auch sensationell aus. Also ich bin echt froh. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist verdammt, verdammt schwierig, eine Unterwasserwelt zu dekorieren. Die obere Dschungelwelt, die war jetzt nicht so kompliziert, ne? Du musstest hier und da ein paar Gestrüppe hinsetzen, dann, oder Mauerpflanzen, je nachdem. Ich wandle immer wieder zwischen den Namen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das Ding heißt, das da jetzt gerade im Boden liegt. Gestrüpp, Mauerpflanze, ne? Können wir uns was aussuchen. Auf jeden Fall das Gestrüpp einfach auf den Boden gelegt, ein paar Bäume drauf, fertig. Ein paar Steine rausgucken lassen, dann hast du einen Urwald. So, unter Wasser geht das nicht so einfach, weil du ja halt sehr viel Sand hast und es wird immer, immer schwieriger, da ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Wie zum Beispiel jetzt hier habe ich so ein kleines Blumenbeet unter Wasser, so ein Korallenriff. Kannst du sagen, so ein ganz, ganz kleines Korallenriff habe ich da jetzt mal platziert. Mit Seetang natürlich wieder gearbeitet. Seetang ist in der Unterwasserwelt das A und O. Das musst du hier platzieren. Und da bin ich recht froh drüber. Auf jeden Fall, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir noch viel Spaß, wie ich jetzt alles noch erkunde. Und nachher gibt es natürlich noch einen Drohnenrundflug. Den kannst du dir natürlich auch noch gerne ansehen. Bis dann und schönen Tag noch. Tschüss.